So, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Orakel FIFA Bundesliga Topfspiel. Topfspiel, genau, ich habe extra Topfspiel gesagt, weil es eh derbe abfacken wird. Wir sind beide nämlich derbe schlecht. Na, ja, eigentlich geht's, aber egal. Mit beiden meine ich Moritz. Ja, hallo. Ja, ich bin auch wieder dabei. Und kann mich ein bisschen nerven. Und mich, den Lars. Und wir spielen Hannover gegen Dortmund. Das ist kommendes Wochenende die Partie. Und ja, ich würde mal sagen, auf geht's. Ja. Hast du dran gedacht, den Spielkommentar auszustellen? Natürlich habe ich dran gedacht. Finde ich geil. Wieso ist der rote... Lol, bei mir fehlt der rote Pfeil über dem Typ. Ach ja, das ist ja nur, wenn man online spielt. So. Ja, wir spielen ja online. Und los geht's. Wuhu! Ihr dürft euch natürlich auch dieses geile Video, das jetzt kommt, angucken. Und zack. Haha. Diese blöden Dortmunder, Alter. Und nur so zur Info, ich kann Dortmund nicht abstehen, deswegen muss Moritz die Last auf sich nehmen und Dortmund spielen. Ich kann die auch nicht ab, aber weil ich ein bisschen schlechter bin und Dortmund die qualitativ bessere Mannschaft ist als Hannover, spiele ich Dortmund, weil Lars ist ein bisschen besser und damit ja. Das Ganze noch ein bisschen fair bleibt. Ja, es soll ja auch realistisch bleiben. Ja, nicht, dass er hier 10-0 gewinnt. Nein, wir werden dieses Video jetzt nicht skippen, Lars, auch wenn du mir das so geil anzeigst. Schade eigentlich. Jetzt, ja, müssen wir die geilen Spielerärsche noch angucken. Das wird so manche von euch da draußen bestimmt geil machen, aber ich find's eigentlich eher ein bisschen langweilig. Ja. Und diese coolen Fans. Hast du schon mal bei so Ecken oder so diese Fans angeguckt? Die sind ja. Richtig heftige Pixel. Ja, die sind richtig hoch aufgelöst. Boah, hallo, wir geben euch mal die Hand. Wir kennen euch nicht, wir mögen euch doch nicht, aber wir geben euch mal die Hand. Und der Schiedsrichter ist Heiner Schnitti. Der kommt aus Deutschland. Diese geile Schnitte. Und hier erstmal Platzwahl. Ja, und ja. Hier, du musst hier bleiben, hier und Jay Kent, wir sind hallo, fair. Hallo, ich mag euch auch. Hallo, ja. Voll, das war gerade voll die Puma-Schleichwerbung. So, und hier erstmal die Aufstellung von Hannover 96. 4-4-2, schön. Ja. Och, das ist doch doof. Schöne Aufstellung. Ich wieder gar nicht durch. Abdelaue sitzt nur auf der Bank. Ich denke mal, der wird später aufgestellt, hier ausgewechselt. Ja, aber nur wenn du das machst. Nicht, wenn wir das wieder vergessen. Ah, wird schon gehen. Hier Aufstellung von Dortmund. Schönes 4-3-2-1. 4-2-3-1. Kommt bei euch auch dieses Feeling rüber? Dieses richtig Bundesliga-mäßige Feeling? Also, dieser Ball, der ist so rund. Und, boah, das ist immer richtig schön, ja, und ich darf so, jetzt anstoßen. So, und auf geht's, Anpfiff. Wuhu! Leute, bei mir wird dein EA-Name gar nicht angezeigt. Ach ja, also es passiert ja erst, wenn du Ball hast. Hattest du ja noch nicht. Ja, schlecht, wenn man nicht den Ball hat. Jetzt ja, komm schon. Ja, geht doch, komm jetzt hier. Schöne Balleroberung durch Agi. Zweiter Andreasen. Du musst schlau- das nicht oh, ach, schlau ja, du hast ja Kommentare ausgestellt. Ich musste das ja bei mir nicht machen, weil ich ja nicht aufnehme. So, Schirandolo, Stindl, oh, und schon wieder Fehlpass, ey, was ist denn mit euch los hier? Das war aber ein Foul. Das war ein Foul, ey, das habe ich aber so gesehen, ey. Boah, der war richtig knapp. Jetzt komm schon, lauf. Klappinum. Scheiße, das sollte ich nicht machen. Schieß, ah, schade. Schön dazwischen gegangen, jetzt gibt's geile Ecke. Hier, ich zeig euch mal kurz die Fans hier rechts am Zaun, sieht man zwar nicht so gut, aber... In die Ecke ja, vom Panda. Und, ah, oh, schade. Da wäre er fast drin gewesen. Da steht wieder keiner. Ist doch kacke. So, Jakonan, komm, dribbel sie aus. Komm. Kannst es doch. Oh, scheiße. Nein. Komm schon. Ah, Andreasen, es ist kein erst Stürmer. Ach, geiles Bundesligaspiel. So, Einwurf. Ja, da braucht man gar keinen Sky, wenn man FIFA 13 hat, würde ich mal sagen. Ne? Das ist 100% genauso spannend. Das kannst du aber besser erörtern, du hast ja beides. Ja, gut, ich sag mal, Sky ist schon was Feines. Gestern Abend erstmal Champions League geguckt. Wir dürfen ja nicht Sky sagen, wir müssen dann ja. Leute! Und, oh, da hat er gut gehalten, der Weidenfeller. Aber da stand er ganz frei. Wir dürfen ja nur ein Bundesliga-Programm sagen, nicht Sky, weil das wäre ja. Schleichwerbung. Und das machen wir ja hier nicht. Schleichwerbung. Nee. Da kriegen wir auch kein Geld für oder so. Nein, kriegen wir nicht. Nein, tun wir nicht. Schade, aber so viel Nutella, Aldi, Lidl, Real, Kaufland, ja, genau. Cola.
Ja, Nutella. Hast du Nutella schon? Ja, Nutella habe ich schon gesagt, ah, ja, Moritz. Ah ja. Dann kriegen wir hier noch für das ganze von EA und so kriegen wir alles. Kriegen wir alles hier gesponsert. Dafür, dass wir bei COD so schlecht sind, kriegen wir von EA so ein paar gratis Coins und so. Ja, vor allem von EA, ne? Vor allem von EA. Ja, klar. Ja. Ja, wenn wir bei COD doch so verkacken, dann kriegen wir von EA doch so einen Bonus. Genauso wie die ganzen Hackerkinder, die da immer sind, die sind alle von EA bezahlt, damit die Leute sich Benefits kaufen. Trick 17 hat er sich fast selber ausgetanzt. Ja, habe ich auch schon geschafft. Oder so über den Ball gestolpert oder solche coolen Aktionen. Was kommt da drauf? Ich komm da, lol. Jetzt ist oh, komm Leid. Schon, komm schon. Oh. Leute, da steht wieder keiner. Und schön gehalten, schönes Ding. Der war noch knapp. Für den BVB? Lol. Das wäre ja beinahe noch drin gewesen. Und erstmal Abwurf machen hier. Spiel ins Auge. Oh, genau. Geil. Ihr könnt sich mal einen Ball annehmen oder was, ey. Und sowas kriegen 30 Millionen im Jahr. Ja, das ist voll die Verarsche. Da können wir ja besser Fußball spielen. Ja, ist aber echt so, ey. Nicht mal auf 3 Metern geraden Pass machen. Wir haben ja auch FIFA 12 gespielt, ne? Ja, haben wir. Und ich würde sagen, das mit dem Annehmen ist ziemlich kacke geworden jetzt. Die schießen den Ball immer so einen Kilometer weit weg. Ja, es ist halt einfach realistischer gemacht, weil die ja in Realität auch nichts können. Realität? Ja. Die sind auch alle inkompetent. Ja, genau, Schiedsrichter, ja? Seine Brille vergetten, ja? Oder was? Ja. Ja, spiel den Ball ab. Henne. Alter, das war voll die geile Chance gerade. Auf das Spiel? Ach ja, online kann man ja nicht einstellen, auf was man spielt. Würde mal sagen, wir spielen ja Weltklasse, ne? Wir spielen auf inkompetent. Ja, vor allem du, Moritz. Du spielst aber dasselbe. LOL! Ah, schade. Der war ja mal richtig behindert. Gerne. Schmelzer. Oh, ich würde mal sagen, Reus hat heute noch nicht so seinen besten Tag erwischt. Wer ist das denn? Ich kenne die BVB-Spieler ja gar nicht alle. Ja, die interessieren mich ja auch nicht. Ich finde die immer nur kacke, wenn die Tore machen. Dann hasse ich sie. Dann kann ich auch pluffen. Och, schieß doch den. Das war Elfmeter. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Jetzt Wiederholung. Wir sehen's gleich. Piszczek hat gefoult. Ich hab's genau gesehen. Rote Karte. Genau, von hinten in die Beine. Hier, er klatscht, weil er es genau so gesehen hat. Jetzt siehst du nochmal. Hier. Da, von hinten rein. Ich hab den Ball so weggelegt. Das war er selber. Und jetzt. Okay, sag an. Links oben in der Mitte. Oh, der war richtig schlecht gezielt. Nein! Scheiße, ich wollte stehen bleiben. Verdammt! Fick die Hände. Aber ja, Schlaudraff macht es. Ja, aber super. Ich schalte erstmal mit zwei Bildschirm. Ich muss den nämlich nicht so voll blenden. So, direkt unter die Latte einfach geballert. Habe ich doch noch eine Ecke gedrückt. Wie dumm war das denn? Hier, guck, wer da stehen geblieben, der hat den super gehabt. Boah, fick. Oh, die können ja nicht mal Tricks. Wie scheiße sind die denn? Oha, da hat er jetzt aber einen ausgedribbelt. Ja, und was war das? Das war gelb. Das gibt auch rot. Ja, das war gelb, weil er war nicht letzter Mann. Ja, er war aber nicht letzter Mann und er ist vom Tor weggegangen. Ich sag mal. Das war mindestens gelb. Dunkelgelb kann man dazu sagen. Nein! Scheiße! Ah, ich wollte dazwischen nehmen den Spieler, der da hingelaufen ist. Den wollte ich eigentlich anspielen. Den kriegst du nicht, den Ball. Mein lieber Freund hier. Girondolo. Schön für Girondolo. Großkreuz hier. Komm schon, komm schon. Klapp ihn um. Oh, das war ein Foul, der hat den gehalten. Ja, das ist aber bei FIFA, das wird nie irgendwie angezeigt. Also, dass du, wenn du die auch festhältst und so, das stört die gar nicht. Außer wenn die hinfallen, aber die fallen ja nicht hin, weil die ja zu stolz dazu sind. Ja, oh. Ja, der war ja mal knapp. Ein Torwart, den ich nicht leiden kann. Oh, du hast eine gelbe Karte? Ja, der dich eben gefoult hat. Ach ja, ja. Moritz und sein unglaubliches Elefantengehirn. Elefantengehirn? Ja, die haben gutes Gedächtnis, ja, weißt du?
Jetzt lauf doch, du Nutte! Moritz, solche Ausdrücke möchte ich hier nicht hören. Wir sind ja keine Hamburger, ne? Ja, vor allem, hier gucken auch noch Kinder zu. Als ob. Ich glaube, Kinder haben was Besseres zu tun. Hier, guck mal, das war voll die geile Chance bei mir. Ja, schade. Hier sehen wir kurz mal die Spielinfo. Würde mal sagen, also, deutlich überlegen. Oh nein, es geht schon mal. Ich wollte gerade was trinken. Ja, Pech, eben hast du gesagt, ich soll weitermachen jetzt hier. Ja. Da habe ich mir dann überlegt, ja, der erzählt doch eh noch eine halbe Stunde, bis er da fertig ist. Jetzt macht er. Oh, jetzt wollte er gerade abspielen. Ich wollte gerade sagen, jetzt macht er das zweite Ding, aber. Hat er das zweite Ding auf dem Schlappen, wie ein berühmter FIFA-Kommentator, der dann wieder dabei ist und sagen würde. Werf doch! Ja, ich muss verlängern. Ja, ich muss den Ball da einfach abgeben. Fick die Hölle! Das gibt's doch nicht! Alter, da schießt er echt, da wird er echt wieder so angehittet. Oh ja, spiel lass den Ball doch einfach ins... Oh! Ja! Super. Ja, was macht der denn da? Spielt einen Ball zum Torwart hier. Das ist immer wieder Bundesliga-Inkompetenz. Bei mir sagt der Kommentator, gut gemacht, das nennt man dann beim modernen Fußball. Geil. Läuft. Oh, da blockt dann ab. Und da blockt dann ab. Getäuscht. Ja, aber okay. Da war ein Ball verloren und jetzt gibt's Eckball. Ich hab mir jetzt abgewöhnt, dass jemand da hinten... rein und... Komm. Nein, nein! Ja! Ich wollte gerade mit dem Torwart rauslaufen, dann hätte er den nicht mehr gehabt. Jetzt mal schön reingekriegt. Oh, Panda. Das ist doch gar nichts hier. Klopp ihn um. Ja, Klopp erstmal huscht die um hier, der beste Spieler von Hannover. Lauf vom Ball weg, genau. Alter, wieso passt er nicht gleich zu dem? Dann könnte ich da wunderbar durchlaufen. Aber der muss ja wieder so scheiße sein, so BVB-Spieler halt. Panda. Oh, schade. Ich bin BVB-Spieler, ich kann keinen Pass spielen. Lolololol. Ja, oh, war der knapp. Und Alter, du hättest fast gedacht, schon wieder einen Elfmeter. Hättest fast schon wieder einen Elfmeter rausgehauen. Weil ich die gerne umkloppe da. Am Ende wäre kein Elfer gewesen, hat er noch Freistoß gewesen. Ja, aber wenn trotzdem. Wenn er so unglücklich gefallen wäre, dass er dann doch noch reingerutscht wäre. Geil getunnelt. Ja, mit ihm in einem Mangel. Wenn wir Fußball spielen können. Komm schon, Gott. Komm schon! Oh, vertändel den Ball, genau. Einfach umkloppe. So macht man das, ne? Das ist FIFA. Und ich kann wieder keine Tricks, weil ich scheiße bin. Ey, komm, das können selbst die das Leute. Das war ein Foul, das habe ich gesehen. Von deiner Was? Seite aber. Wieso von meiner Seite? Ja, weil das immer so ist bei du FIFA. Du hast ihn doch umgekloppt. Ja, deswegen ja. Aber weil deiner so geil gefallen ist. Nein, dann muss ich dazwischen stellen. Wie scheiße war da? Der wäre so sicher drin gewesen. Ich will nicht schon wieder verlieren. Finde ich scheiße von dir. Ah, schade. Lass dir doch einen reinwürgen. Ja, genau. Du kannst nur pausieren, wenn du im Ballbesitz bist. Ja, ich weiß es. Wieso willst du pausieren? Weil Abdelauer auch noch ein bisschen Spielerfahrung kriegen soll. Und da hätte er schon fast wieder das Tor gemacht, ey. Pinto, beziehungsweise jetzt das Silber Pinto. Teammanagement. Ja, kann ich auch mal wechseln. Er kann ja gut hier schießen. Ja. Ich bin ja sogar in der Unterzahl. Ich würde mal sagen, Schlaudraff, der hat eh scheiße gespielt, der geht raus. Dafür kommt Abdelauer mal rein. Ja. Ich nehme mal den Schieber. Ah nee, der ist scheiße. Götze, genau Götze. Ja, Götze könntest du auch mal einwechseln. Hatte ja die Pause gekriegt nach dem Champions League unentschieden nur in Manchester City. Such dir wen, der das interessiert. ZOM. Warten auf Gegner. Offensiv in sie jetzt Mittelfeld. Machen wir mal gegen Großkreuz. So. Fortsetzen. So. Auf wurde geht's. Erstmal geil gewechselt. Schade, dass man die Animationen nicht sieht. Die sind nämlich immer noch die besten.
Ja, das war sowieso noch das Geilste, wenn die wechseln bei FIFA. Mit dem vierten Offiziellen, der dann da antanzt. Oh, da wäre er schon fast am Ball gewesen, ob der Laue. Nee. Hätte er nicht gehabt. Jetzt renn doch, du Spacken! Ja, ist klar, grätsch mich um! Das war ja nicht mehr umgegrätscht, du hast ihn einfach nicht kontrollieren können, der war einfach im Aus, ne? Nein, den Ball hätte ich ja noch locker gehabt, aber du hast mich ja so einen Blöden gekriegt. Zum Torwart. Lass ihn durch, ja, ah, schade. Ich kann den Torwart ja nicht spielen, ja, das ist scheiße. Das ist immer mein großes Problem im Online-Modus, dass ich den Torwart nicht spielen kann. Und weil als Torwart bin ich immer richtig gut, da verhindere ich immer die ganzen Tore. Ja, da ist er. Keine Chance. Yeah. Ja, hast du mit Schnitt gespielt, ne? Yo, der war mit Schnitt in die Ecke. Und hier vorne gleich beim Pass. Hier war noch ein Foul. Ja, weil ich immer die Leute so gerne umklopfe. Ja, komm, wir haben es jetzt gesehen. Ich weiß, dass ich schlecht bin. So, auf geht's. Der kann auch keine. Oh, Alter, wie inkompetent sind die denn alle? Kann die alle keine. Ah, oh, fick die Hände. Kopf. Ah, schade. Ah, der war zu flach, der war zu schlecht. Was haben die früher immer bei FIFA gesagt? Zu hoch, zu weit, einfach nur schlecht. Ja, ich habe das früher immer mit meinem Vater gespielt, auf PlayStation 2. Und immer, wenn er geschossen hat, kam dieser Spruch und ich fand das immer so witzig. Ja! Ja, nein! Foul, ganz klar, eindeutig. Ja. Er hat doch Vorteil gegeben. Sei doch glücklich. Back dir ein Kill. Komm schon. Oh, Volley und komm noch mal und ja. Alter, das ab der Laue. Joker-Tor. Wie ist der? Wie kann dieser Torwart nur sein? Soll doch mal. Ey, der war sogar in die richtige Ecke gespielt. Guck dir das an. Hier. Die muss dir. Steht da einfach nicht. Zack und der lässt ihn einfach durch. Wie scheiße kann man denn sein, dass es auch wirklich nicht verdient gerade? Ja, schön, ausgedribbelt. Ja, Grit. Ja, und das wird mal wieder nicht geahndet. War klar, weil der von vorne gegrätscht hat. Jetzt, holen wir uns noch eine rote Karte. Ja, schön wär's. Drüber gesprungen ist er. Arsch. Und Fallrückzieher. Ah, knapp daneben. Ja, jetzt zu Ende. Würden wir sagen, 3-0 für Hannover. Klare Angelegenheit. Ob das jetzt denn echt auch so aussieht, ist zu bezweifeln, aber. Ja, ich glaube. So hoffen wär's. Also verdient hätten sie es. Ich glaube, vor allem die rote Karte von Piszczek kannte man. Auf jeden Fall würde ich dann Lotto spielen, wenn das so ausgeht. Ich glaube, dann würde ich da die Millionen abräumen. Tja. Aber. So, ja, ich würde sagen. Tschüss, bis die Tage. Genau, da habe ich nichts weiter zuzufügen. Haut rein, Leute.